Nach der 0:3-Niederlage bei Alemannia Aachen hat Rot-Weiß Essen die Gelegenheit, im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen Wiedergutmachung zu betreiben. Beim Training am Dienstag sprachen wir mit Kapitän Markus Hettke über die zuletzt schwankenden Leistungen. Markus Hettke, derzeit ist bei RWE ein bisschen eine Phase, wo man es nicht so recht weiß, wohin geht es denn nun? Die einen Spiele laufen gut, dann läuft es wieder schlecht. Wie erklärt man sich derzeit, dass es dass keine Konstanz in den Leistungen ist? Ja, haben sie richtig analysiert, geht es hoch und runter. Also das 5-0 war natürlich auch klasse, aber es wäre natürlich besser gewesen oder es wäre für uns konstanter gewesen, wenn wir mal 5 Spiele hintereinander 1-0 gewinnen. Das ist besser gewesen. Und jetzt das Spiel gegen Oberhausen, das Derby, denke ich mal, kommt zur rechten Zeit. Derby hat immer seine Stimmung, hat immer sein Flair und davon sind wir vorbereitet. Definitiv gibt es immer so 2-3 Spiele, Highlights. Dazu gehört auch in Oberhausen das Spiel. Auch, ich denke auch, dass das Duisburger Spiel, das Pokalspiel, das ist noch hin. Aber das sind so die Highlights und wenn man die nochmal gewinnt, dann kann man ja eine nicht so gute Saison damit auch ein bisschen wegmachen. Ja, jetzt nach der letzten Leistung, ein Fanreporter bei uns in der Zeitung hat sogar die Vermutung geäußert, es würde schon gegen den Trainer gespielt. Kannst du das entkräften? Also eine Gegenfrage, nennen Sie mal eine Mannschaft, der gegen den Trainer spielt. Also das ist totaler Blödsinn. Also wir haben Trikots an, da ist ein Emblem drauf und auch für die spielen wir jeweils. Und da gehört ein Trainerteam dazu und das ist alles dazu. Und wir sind ein Verein und dafür spielen wir. Und wer dafür und wer dagegen spielt, ist totaler Blödsinn in meinen Augen. Reviersport. Ehrlich. Echt.